Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Heaven Moon mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ja, es ist wieder ein Rätselspiel. Ich bin hier noch ein bisschen rumgegeistert. Aber ich glaube, ich habe noch was gefunden, was ich vorhin nicht gesehen habe. Ich habe dabei jetzt noch nichts gemacht. Denn irgendwie kommen wir hier nicht weg. Ich weiß auch nicht, was ich da oben einstellen soll, aber das wird sich schon zeigen, hoffe ich. Und zwar hier habe ich noch so einen Klöppel entdeckt, den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Da muss das hier dieser olle Leuchtturm sein, der auf jeder Insel ist, ne? Ah, da oben. Ach, der blitzt immer. Guck mal da. Ist aber nicht sehr hell. Ich guck mir das mal an. Mhm. Blitz, Blitz. Ach, hier ist noch was. Das habe ich auch nicht gesehen. Dann gucken wir mal. Machen wir gleich mal als erstes das Labor. Aber warum sind hier zwei Hebel? Ah, warte mal. Ich habe eine Idee. Steht der eine Hebel für den Startpunkt und der andere für den Endpunkt? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Hier passiert irgendwas. Oh, scheiße. Jetzt fliegen wir rüber. Ich weiß noch, aber ich denke mal, ich kann wieder zurückkehren. Oh. Ach, wir kommen an. Jetzt ist die andere Insel weg. Da, nee, da. Eins. Eins. Okay. Das kann man sehen da. Guck mal. Huch. Von dort sind wir gekommen. Hier ist auch ein Teleporter. Wo ist denn hier so eine Vorrichtung, wohin man reisen kann? Ich kann also nur zu dieser Insel zurück. Ah. Was haben wir hier? 7392. Und hier muss ich den Code einstellen, den ich noch nicht habe. Ich kann hier aber runtergehen und den Leuchtturm einschalten. Dann habe ich das schon mal. Eins, zwei. Der blitzt zweimal. Ich muss mir das nochmal durchlesen da. Also kann man hier immer hin und her reisen. Und da ist dann ein Teleporter. Ja, aber macht der... Wie kommt man denn... Da kommt man doch hin, oder nicht? Na klar, kommt man da hin. Hier habe ich einen Teleporterschlüssel drinne. Aber der ist ja nur für zu Hause. Aha. Gott sei Dank. Sieht wunderschön aus, auch wenn das jetzt Gummiblätter sind. Also hier kann ich noch nicht viel machen, glaube ich. Hier brauche ich den richtigen Code. 7392. Hm. Und ich denke mal, wir können jetzt... Ach, halt. Zurück. Sonst ist hier nichts zu sehen auf der Insel, ne? Da. Bap, bap. Müssen wir jetzt erstmal Leuchttürme einschalten? Ist ja mal interessant. Aber ich will nochmal zu dem Zettel gehen. So. Wir sollen da ja herausfinden, wissen, wie die Nummer geht für irgendwas. Wartet mal, da blitzt das. Das müssen wir wahrscheinlich erst alle einschalten. Nach der Entdeckung eine Docking-Plattform. Wo war denn das? Ich habe hier doch was gelesen. Sie ist geschützt und dann so lange brauchen sie einen Code. Die Codenummer des Labs besteht aus der Zahl der Blitze seines Leuchtturms und dann aus seinen waagerechten Ortungskoordinaten.
Also die Zahl der Blitze seines Leuchtturms wäre eine 2. Und die waagerechten Ortungskoordinaten? Ach so, kann ich das jetzt da... Huch. Hier. Wo blitzt es? Ich sehe hier... Ich sehe den Blitz nicht. Da hinten. Irgendwie stimmt das ja schon fast. Der ist noch weiter da hinten. Meiner Meinung nach reicht das noch nicht. Weiter geht nicht. Da sehe ich ihn. Aha. Dann lassen wir mal eine Runde rum, mal gucken, was denn passiert. Grad. Ich nehme an, dass das jetzt hier die Ordnungsdinger sind hier. Ich weiß das nicht. Ich spiele das auch zum ersten Mal. Ich kann nur raten. Ich mach mal hin hier. So. Ah, jetzt. Jetzt sehe ich den genau. 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Jetzt, wie sehe ich den genau an? Das ist die Laborinsel, ne? Ja, hier. Sollen das die? Ich gehe nochmal runter. Hier sind die drei Zettel, ne? Und der war das, ne? Die Codenummer des Laboratoriums besteht aus der Zahl der Blitze seines Leuchtturms und dann aus seinen waagerechten Ortungskoordinaten. Das wäre ja dann 2000. Das kann doch nicht so einfach sein. Das ist die Hausinsel. Da wohnt er. Oder wohnte. Wo er wo geblieben ist. Er sein Leben lang gewartet, dass jemand kommt. Und dann ist keiner gekommen. 2000. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einfach ist. Das wird bestimmt nicht funktionieren. Ich komme zu dir, Pünktchen. Ich bin gleich da. Hallo, Pünktchen. Jetzt. Hat ganz schön lange gedauert. Bing, bing. So, dann gehen wir mal hier gucken. So. So. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das stimmt. Geht übrigens nur so durch. Nun bin ich aber fertig. Oh, das sieht schick aus. Wunderschön. Was ist das hier? Hier ist ein Hebel. Wird jetzt hier das ganze Gebiet mit Strom versorgt von diesem einen Ding?
Ich kann hier nicht reingehen. Wunderschön. Das Labor ist auch wunderschön. Was ist das? Da passt mein Schlüssel. Jetzt habe ich die Koordinaten. Ah. Vielleicht. Ich habe einen Schlüssel. Hier ruckelt es auch ein bisschen. Hm. Ja, ein bisschen doll sogar. Vielleicht sollte ich das doch nicht in 4K aufnehmen. Ja, keine Ahnung, woran sowas manchmal liegt. Das Spiel dürfte eigentlich nicht so eine große Herausforderung sein. Ah, egal. Ah, hier sind wieder Zettel zum Lesen. Oh, eine schöne Couch. Oh, jetzt hat's aber geleckt. Dann fangen wir mal an mit Lesen. Den hier. Während einer Bootsexpedition durch das Gewittergebiet, welches sich in der Nähe der Hauptinsel befindet, entdeckte ich eine neue Insel. Die Bedingungen sind aufgrund des Regens und der unablässigen Stürme sehr schlecht, dennoch habe ich eine Forschungseinrichtung über Blitzeinschläge bauen können. Ich habe auch ein System entwickelt, um die Energie der Gewitter einzufangen und diese nach Menra zurückzusenden. Die Blitze werden von einem Antennengitter eingefangen, wobei jede Antenne mit einem Kondensator versehen ist, der die eingefangene Energie an die elektrische Kanone weiterliefert. Wenn man den... was? Knops anlässt. Den Knops... Korps? Oh, überträgt er einen Energiestrahl in Richtung der Empfangsantenne gerichtet auf Menra. Die Entwicklung dieser Stromkanone war schwierig. Es geschah mehrmals, dass der Energiestrahl die Empfangsantenne gar nicht traf und erhebliche Schäden verursachte. Zeitweise kommt es auch vor, dass die Kondensatoren verbrennen und einen unregelmäßigen Strom erzeugen, der den Schaltkreis sprengt. Aber das Ergebnis übertrifft all meine Erwartungen. Die übertragene Leistung übertrifft die Leistung anderer Produktionsmittel. Parallel dazu haben meine anderen Erfahrungen über Stromübertragung ganz unerwartete Resultate ergeben. Nach langen Recherchen entdeckte ich einen Weg, um Materie in einen Energiestrahl zirkulieren zu lassen. Nach umfangreichen Untersuchungen zu diesem Phänomen war ich in der Lage, ein Netzwerk von Teleportern zu entwickeln, der es ermöglicht, sofort von Insel zu Insel zu reisen. Da die erforderliche Energiemenge für die Teleportation so enorm ist, musste ich einen Teil der Energie des Antennengitters an die Versorgung des Stromkreises dieses Systems übertragen. Das Funktionsprinzip der Teleporter ist folgendes. Mittels eines Energiestrahls kann die ganze in zwei Teleporter enthaltene Materie sofort ausgetauscht werden. Die Ausrichtung des Strahls ist mit kleinen orientierten Plattformen in gleicher Richtung einstellbar. Es muss auch in Betracht gezogen werden, dass die Blitze in der Magnetosphäre abspringen. Um die richtige Ausrichtungseinstellung zu finden, habe ich für das Teleskop ein System erfunden, ein System, das fähig ist, den optimalen Strahlenweg zu erfassen und die notwendigen Koordinaten anzuzeigen, meine Fresse. Zielen Sie einfach mit dem Teleskop auf den gewünschten Teleporter und dann suchen Sie nach dem von diesem Teleporter gesendeten Signal. Es funktioniert sehr gut für die Insel, wo sich die Kanone befindet und für die Insel, wo sich das Haus befindet. Aber es scheint, dass die elektromagnetische Signal von Gewitter gestört wurde. Für diese Insel musste ich selbst die Koordinaten berechnen. Aha. Seit meiner Ankunft bemerke ich zwei seltsame Phänomene. Erstens, zeitweise können Sie einen sehr lauten Ton hören, der aus dem Meer stammt. Und dann nach einer Weile wird das Meer sehr ruhig, fast still. Ich hoffe, die Ursache für dieses Phänomen herauszufinden. Zweitens, das Gebiet, wo sich ausgestattete Inseln befinden, ist nicht so ruhig, wie ich es erwartet habe. Des Öfteren gibt es heftige Stürme, die einige Probleme verursachen, unter anderem Verlust eines der großen Transportluftschiffe, welches wegen Versorgung anfuhr. Um während dieser Stürme Schutz zu finden, habe ich ein Haus bauen lassen, und zwar auf einer Hochebene und geschützt durch einen dicken Metallrahmen. Es kann geöffnet und verschlossen werden durch ein pneumatisches System, das mit einem Schlüssel betätigt werden kann. Aus zusätzlichen Sicherheitsgründen wurde das ganze Anlasssystem auf der Code des Safes und der Code des Safes, in dem der Schlüssel sich befindet, versteckt. Der Teleporter der Insel kann auch von Haus aus deaktiviert werden. Aha. Ich habe aber einen Schlüssel hier, einen ganz komischen. Und das war's hier auch schon, ne? Das war's. Viel zu lesen hier. Da kriegt man ja
Fusselmund. Viel machen kann ich nicht. Den Knopf kann ich drücken. Und wenn ich das Ding reinstecke, passiert nichts weiter. Okay. Hier war das Schlüsselbrett. Okay. Nochmal genau gucken. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Ah, hier. Was? Miet Susanne? Mit Susan? Ach, das Ding da. Aha. Na schön. Dann haben wir das auch. So, jetzt weiß ich auch nicht weiter. Das ist also die Insel mit den Blitzen. Die hat er denn da eingefangen mit dem Teil hier? Vermute ich jetzt mal einfach so von mir aus. So, und jetzt will ich mal was probieren. Jetzt gehe ich mal hier hin. Mal schauen, was passiert oder ob was passiert. Ich drücke jetzt mal rauf. Aber hier habe ich ja so ein Ding nicht, ne? Hallo? Ich will teleportieren. Ach, scheiße. Na gut. Dann würde ich mal sagen, zurück zur Basis. Und hier können wir ja nicht viel mehr machen. Wir haben einen Schlüssel. Tschüss, wir sehen uns wieder. Denke ich mal. Wozu ist denn dieser Teleporter da, ne? Und so. Ah, da blitzt das schon. Und mit dem Ding kann man die denn die Inseln anvisieren oder... Das ist ja alles. Ist ja alles sehr abenteuerhaft, nicht? Raus! Dann wollen wir jetzt mal nach Haus. Die Kanoneninsel kann ich hier aber nicht, oder wie das da heißt. Geht das? Mal gucken, wo wir da landen. Hey! Das ging nicht. Dann wollen wir jetzt mal... doch, Kanonen geht. Ah, das geht. Nach Haus darf ich nicht. Noch nicht. Nun bin ich ja mal gespannt, wo wir hier landen. Tschüss, bis später. Ein Gezeitenkraftwerk hat er gebaut. Oh, hier ist aber kein schönes Wetter. Oh, hier ruckelt es aber extrem. Hier ruckelt es aber extrem. Oha. Ja, da hat... Das muss aber... Liegt aber an der Engine und nicht am Rechner. Scheiße. Ja, denn... Machen wir die Folge heute mal kürzer. Ja, denn werden die nächsten Folgen nicht in 4K sein, weil das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn so. Denn, ja... Spielen würde gehen, das liegt ein bisschen an OBS. Ich nehme ja mit OBS auf. Ja. So, dann verabschieden wir uns mal vom 4K. Tschüss!